Für die Flaschenvase nehme ich so eine 0,25er Flasche aus Glas. In dem Fall nehme ich eine grüne. Dann brauche ich Draht, ein paar Deko-Materialien, eine Schere und nochmal anderen Draht. Das lege ich mir alles hin. Und jetzt fange ich an mit meinem Draht. Ich nehme in dem Moment jetzt mal Bastelstäbchen. Ist ja Draht drunter, aber ich finde den optischen Effekt ganz toll. Und wickel hier oben einmal den Draht rum, drehe ihn relativ fest hier, so das kurze Stück sollte dann oben sein und in dem Fall kann ich das jetzt ganz gut mit dem Finger machen, einen kleinen Haken rein, der dann später am Baum, im Strauch oder sonst wo hängen kann. Und um jetzt Farbakzente zu setzen, habe ich hier kleine Deko-Knöpfe. Die kann ich jetzt hier durchziehen, bis dorthin, wo ich es gerne möchte. Und wickel den Draht recht fest um die Flasche rum. Nehme ich noch einen Knopf. Wenn man es draußen haben sollte, sollte man was Wetterbeständiges nehmen. Wenn ich mir jetzt hier irgendwas mit Kork dran mache, das weicht dann auf, das so, wie soll ich das recht straff ziehen, dass man hier unten ankommt, denn dann sitzt das richtig schön auf dem Draht mit drauf. Den biege ich hier auch ein bisschen rein. Man kann richtig einen Alu-Draht nehmen, der hält dann noch ein kleines bisschen besser, wie man sieht, wie meiner. So, kann ich aber mit Klebeband ein bisschen abhelfen oder auch mit Leim hätte ich jetzt auch können. So, ich setze hier so mal drüber. Und verschlinge den jetzt hier ein bisschen so. Und wem das jetzt nicht reicht, kann ich hier noch ein Stück Draht nehmen und einmal einfach einen kleinen Anhänger an meine Flasche machen und auch ein bisschen so drehen und dann noch eine Schleife. Man kann auch vorsichtig mit der Schere, wenn man keine Zange zur Hand hat, sich mit der Schere einige Muster am Draht biegen, dass es nicht ganz so 0815 aussieht. Jetzt biege ich das hier rein, stecke das hier oben noch mit durch. Wie gesagt, man kann da auch anderen Draht nehmen. Ich hätte es jetzt gern gelassen, weil es Ton in Ton ist. Und auch hier ist dann noch die Option, sich den Stein einzupacken. Da braucht man ein bisschen Fingerspitzengefühl. Gerade wenn der Draht ein bisschen wieder standsfähig ist. Die rutschen nämlich sehr gerne durch. Das muss recht fest sein, dass das wirklich hält. Und da kann man eigentlich jeden Stein nehmen, alles was man findet. Es ist eine kleine Friemelarbeit, aber
Wenn es dran bleibt, dann wäre das toll. So, und den und ich mache ihn auch noch hier oben dran. Das mache ich jetzt auch mal, damit es hält. So, und jetzt kommt noch ein Blümchen rein. Bei einer hellen Vase kann man dann Farbe ins Wasser tun oder Tinte. Und so kann man recht hübsch eine Flasche hin.